20 Liter Diesel pro Stunde kann so ein Trecker schon verbrauchen. Daran aber haben die Landwirte quer durch Deutschland heute nicht gespart. In Sternfahrten, Konvois oder mit Blockaden an Autobahnauffahrten machen Sie von heute an klar, was Sie davon halten, dass die Bundesregierung die Subvention für Agrardiesel kürzen will. Und es ist nicht nur Protest, es ist die offene Konfrontation. Die Ampel müsse weg. Und damit willkommen zu diesem ZDF-Spezial. Wenn man nur die Zahlen nimmt, dann geht es den Landwirten in Deutschland so gut wie nie. Laut Bauernverband endete das abgelaufene Wirtschaftsjahr mit einem Allzeithoch. Und doch hat die Branche mit Wucht und Wut reagiert, als klar wurde, die Ampel will ihr ans Geld. Rund 925 Millionen Euro Subventionen pro Jahr sollten ursprünglich einkassiert werden. Zwar ist die Regierung schon zurückgerudert, und doch hat sie da etwas ausgelöst, was sich um weit mehr als nur den Diesel dreht. Die Bauern stellen die Machtfrage und anderen Interessierten kommt das sehr gelegen. Schon morgens um 6 ist alles dicht. Am Kreuz Merane in Sachsen ist kein Durchkommen mehr. Über 100 Fahrzeuge, Traktoren, LKWs, Kleintransporter blockieren die Auffahrt zur A4 und auch die anliegende Bundesstraße. Weil es immer in den Medien heißt, Bauernprotest, Bauernprotest. Es geht mittlerweile von allen Leuten hier aus. Und weil einfach die Regierung meiner Meinung nach unfähig ist. Dutzende Handwerker, Spediteure, Kleinunternehmer sind gekommen, um sich dem Protest der Landwirte anzuschließen. Jeder hier ist unzufrieden. Das ist ein gesellschaftliches Problem geworden. Wir haben kaum noch Nachwuchs. Keiner will mehr den Handwerksbetrieb ausführen, weil wird nicht bezahlt. In der Industrie gibt es mehr Geld. Und wir können die Preise nicht halten, weil die Kunden uns das nicht mehr bezahlen. Es ist ein diffuses Protestgemisch, das sich heute an so vielen Orten in Deutschland zeigt. In Berlin sind die Landwirte fast in der Minderheit. Es eint die Wut auf die Regierung. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier instrumentalisiert werden, weil letztendlich ja auch jeder, egal ob er rechts oder links ist, ja trotzdem eine Meinung vertreten kann und sagen kann, ich möchte nicht, dass hier die Lebensmittelpreise ins Unendliche steigen und ich möchte auch nicht, dass die Inflation weiter steigt. Und das sind ja Gemeinanliegen, die ja jeder hat irgendwo. Ne? In Dresden werden die Bauernproteste vereinnahmt und zwar von den rechtsextremen Freien Sachsen, von der AfD und von anderen Gruppierungen. Mehrere tausend Menschen ziehen am Mittag durch die Innenstadt. Wenn ich auf Bauernplakaten den Galgen sehe, das sind rechtspopulistische Proteste. Und ich glaube, die Akzeptanz der Bürger war am Anfang hoch gegenüber den Bauernblockaden und auch gegenüber den Protesten. Wenn sich aber diese Kräfte durchsetzen, und da gibt es ja durchaus Anzeichen, dann dürfte die Akzeptanz in der Bevölkerung auch zurückgehen. Auch in München haben mehr als 8000 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Handwerker und Landwirte Hand in Hand, Seit an Seit. Gerade im Moment explodieren halt auch diese Preise so. Und der normale Handwerker, der kann sich's Leben hier in dieser Gegend tatsächlich nicht leisten. Die Unzufriedenheit bei vielen ist groß. Der heutige Montag war nur der Auftakt einer deutschlandweiten Protestwoche. In Saarbrücken begrüße ich die SPD-Ministerpräsidentin des Saarlandes. Guten Abend, Frau Rehlinger. Einen schönen guten Abend. Sie fordern, wie auch Ihre Parteikollegen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen von der Bundesregierung, die Kürzungen komplett zurückzunehmen. Warum fallen Sie Ihrem SPD-Kanzler in den Rücken? Ich glaube, die Bundesregierung hat ja selbst erkannt, dass der erste Vorschlag, der gemacht worden ist, nicht ganz fair war. Denn die Bauern können im Grunde genommen nicht darauf reagieren, weil es eben keine Alternative im Moment gibt. Und deshalb war es richtig, jetzt zumindest mal einen Kompromissvorschlag zu machen. Ich habe gesagt, am besten ist natürlich, wenn der Vorschlag wieder ganz vom Tisch genommen wird. Aber zumindest müssen wir über Alternativen reden mit dem Berufsstand, die dazu führen, dass es eben nicht zu einer Förderung auch kommt, dass sich keiner überfordert fühlt, denn das ist gerade im Moment der Fall. Es ist eigentlich nur der Tropfen, der jetzt nochmal das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Deshalb ist das eine Debatte. Aber ich glaube, wir haben auch noch eine ganze Reihe anderer Debatten in der Landwirtschaft, wenn es darum geht. Kommen wir dazu, aber bleiben wir bei dem Punkt, Frau Regeln. Die Ampel steht ohnehin dem Kreuzfeuer auch recht versucht, wir haben es gesehen, die Situation auszunutzen und die Stimmung weiter aufzuheizen. Wie gefährlich ist das? Das
macht mir schon ein bisschen Sorge, wie die Debatte gerade geführt wird. Und deshalb müssen wir abschichten. Wir können nicht alle schwierigen Diskussionen, die gerade in Deutschland zu führen sind, und das sind nicht ganz wenige, mit denen wir es hier zu tun haben, in einen Topf werfen und kräftig rumrühren. Wenn es jetzt um die Belange der Bauern geht, müssen wir einfach mal auch, glaube ich, die Debatte damit beginnen, dass wir unseren Respekt dafür zum Ausdruck bringen, was dort an Leistung gebracht wird. Denn das ist etwas, was auch vermisst wird, neben den finanziellen Belastungen. Aber wir können uns auch nicht gegenseitig niederbrüllen. Die Lautstärke darf nicht über das Gewicht der Argumente entscheiden. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge, denn es wird immer lauter und die Bereitschaft, miteinander über gute Lösungen zu reden, sie scheint ein Stück weit abzunehmen. Mal an die eigene Nase gefasst, welchen Anteil hat die Ampel denn selbst daran, dass die Proteste so scharf sind und der Ton derart gereizt ist? Na, ich glaube, wir müssen schon festhalten, dass es in der Bundesrepublik noch nie so viele, so heftige Krisen gleichzeitig gegeben hat, wie wir das jetzt gerade im Moment erleben. Und da ist es nicht ganz einfach, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Kommunikation auch zu den richtigen Entscheidungen zu haben. Aber an dieser Stelle ist ja deutlich geworden, man ist auch bereit, Entscheidungen zu korrigieren. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Signal und das sollte man auch genauso aufgreifen und in diesem Sinne eben miteinander weitermachen und an den Sachthemen diskutieren. Ich danke ja auch dem Bauernverband, dass er deutlich gemacht hat, dass er sich eben nicht vereinnahmen lassen will von Trittbrettfahrern, die eigentlich den Anliegen der Landwirte auch nur einen Bärendienst erweisen, indem es ihnen gar nicht um die Sache geht. Wenn Sie jetzt sagen, alle geplanten Kürzungen müssen wieder vom Tisch, dann heißt das, wer protestiert, bekommt Recht. Ist das politisch klug oder doch eher populistisch? Es geht in der Tat nicht darum, dass derjenige Recht bekommt, der am lautesten ruft. Aber es geht vor allem um Planbarkeit und Verlässlichkeit. Und mit der Entscheidung, die Subventionierung quasi sofort und gleich einzustellen, haben wir eben einen Punkt erreicht, wo es nicht planbar und nicht verlässlich ist. Und es auch keine Alternative für die Landwirte gibt, noch nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, klug, einen Weg zu beschreiben, wie wir mit Innovationen es auch hinbekommen, dass auch der CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft weiter zurückgehen kann. Dass wir über das Thema Bürokratie auch sprechen, wo sich auch viele ganz abseits von finanziellen Fragen einfach auch überfordert fühlen und wo wir auch deutlich machen, dass die Subventionen keine Almosen sind, sondern dass es der Preis ist, den die Gesellschaft bereit ist zu zahlen dafür, dass wir hohe Standards in der Tierhaltung, aber auch im Klimaschutz und im Naturschutz einhalten wollen. Ich glaube, mehr Respekt in der Debatte neben allen finanziellen Fragen kann schon sehr viel weiterhelfen. Und das ist, glaube ich, auch die Chance, die jetzt darin steckt, dass so viel Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Ja, danke für Ihre Sicht der Dinge. Anke Rehlinger, SPD-Ministerpräsidentin des Saarlandes. Dankeschön. Einer von denen, die heute protestiert haben, ist Erich Gussen. Er ist Landwirt aus Jülich und mit extremen Gesinnungen hat er nichts am Hut. Vielmehr ärgert er sich schon länger über all das, was aus seiner Sicht ihm und dieser Branche zugemutet wird. Investitionen für den Klimaschutz, Bürokratie, Vorgaben aus Brüssel und jetzt auch noch die Sparpläne. Wir waren bei ihm und haben uns mal vorrechnen lassen, wie ihm das zu Buche schlägt. Erich Gussen bereitet heute schon das nächste Plakat vor für die nächste Protestaktion morgen Abend im Rheinland. 74 Hektar Ackerbau bewirtschaftet der Landwirt. Die ursprünglichen Kürzungspläne der Bundesregierung hätten ihn rund 7.000 Euro im Jahr gekostet. Die Koalition ruderte zurück, aber eben nur teilweise. Aber die Agrardieselvergütung soll ja komplett gestrichen werden, auch wenn es über 2 Jahre ist, aber sie fällt komplett weg. Und das macht dann aber doch mal die Hälfte dann aus, also 3.500 Euro. Und dann stehen da noch 100 Millionen Euro im Agrarhaushalt drin, die gekürzt werden sollen. Da wissen wir ja noch gar nicht, wo das passiert. Das wird uns natürlich auch noch mal treffen. Das fehlende Geld ist das eine. Doch auch die aus Sicht von Bauer Gussen übertrieben strengen Vorschriften machen die Landwirte sauer. Stichwort Überregulierung. Zu viele Regeln und Auflagen für die deutschen Landwirte, um auf einem internationalen Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Das sieht man jetzt beim Pflanzenschutz wieder, was da überlegt worden ist. Aber auch bei Naturschutzgesetzgebungen, da kann man vieles aufzählen. Und dann kommt noch die Sache, wir haben als einziger Wirtschaftszweig ja die Reduzierung von CO2-Klimagasen eingehalten. Und jetzt werden wir dafür auch noch bestraft, indem wir da mehr für bezahlen sollen. Und die Industriebetriebe sollen demnächst einen verbilligten Strompreis bekommen. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und das geht einfach nicht.
Mit den europäischen Konkurrenten können deutsche Landwirte wie Erich Gussen kaum noch mithalten. In Frankreich zum Beispiel dürfen die Kollegen billiges Heizöl tanken. Und hierzulande wird der Mindestlohn angehoben. Damit steigen die Lohnkosten. Lange Zeit hatte sich Erich Gussen mit seinem Unmut zurückgehalten, hatte immer wieder den Versprechungen aus Berlin geglaubt. Damit ist jetzt Schluss. Alle Politiker sagen, wir wollen die kleinen Betriebe unterstützen, aber genau das wird jetzt nicht gemacht, sondern viele Jugendliche sagen, sie sehen keine Zukunft mehr in dem Ganzen. Für Erich Gussen geht es um die Existenz eines ganzen Berufszweigs, um die Zukunft der Agrarwirtschaft in Deutschland. Darum wird er weiter protestieren. Zugeschaltet ist mir jetzt Professor Alfons Ballmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle. Guten Abend. Guten Abend. Wie ökonomisch ist es, Subventionen für die Landwirtschaft abzubauen? Es geht bei der Streichung der Dieselbeihilfe um die Streichung einer längst überflüssigen Subvention. Sie ist schon seit langem nicht mehr gut begründet. Aber das größere Problem ist, die Landwirtschaft ist insgesamt von vielen Subventionen abhängig. Und man macht sich sicherlich auch Sorgen, dass das sozusagen erst der erste Schritt ist, bevor weitere Subventionen dann auch gestrichen werden. Jammern also aus Ihrer Sicht die Bauern auf hohem Niveau? Verbandspräsident Rugwied spricht von einem Sterben auf Raten. Das ist Unsinn, was er behauptet. Aber natürlich, wir haben in der Landwirtschaft sowohl sehr erfolgreiche Betriebe, die auch überdurchschnittlich groß sind, die bekommen auch den größten Batzen von den Agrardieselsubventionen. Und wir haben da auf der anderen Seite sehr viele kleinere Betriebe, die unterdurchschnittlich partizipieren, selbst von diesen Subventionen. Allerdings sind viele dieser Betriebe ohnehin schon seit langem nicht mehr wettbewerbsfähig. Und die Frage ist natürlich, wenn man wirklich die Landwirtschaft in Deutschland verändern will, wo sollte man die Prioritäten setzen? Sollte man weiter Strukturen konservieren, die mitverantwortlich dafür sind, dass viele Betriebe unrentabel sind? Oder sollte man darauf hinauswirken, dass die Landwirtschaft insgesamt leistungsfähiger, produktiver, wettbewerbsfähiger wird und dann auch in der Lage ist, Subventionskürzungen hinzunehmen? Wir haben es im Beitrag gesehen, es gibt ja viele Faktoren in dieser Rechnung. Sie sagen es, die Größe eines Betriebs, ob es um Tiere geht oder Getreide oder Obst, die internationale Konkurrenz. Wie steht es denn um die deutschen Subventionen im, sagen wir mal, europäischen Vergleich? Dieser internationale Vergleich macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Er lenkt von den eigentlichen Problemen ab. Genauso könnte man argumentieren, dass Landwirte benachteiligt sind, wenn sie auf schlechteren Böden wirtschaften. Und darüber diskutieren wir zu Recht auch nicht. Die eigentliche Konkurrenz in der Landwirtschaft findet vor Ort statt zwischen den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben, die sich im Regelfall gegenseitig die Preise für Pachtflächen beispielsweise hochkonkurrieren und dadurch ihre Produktionskosten wesentlich stärker steigern als dadurch, dass jetzt etwa 30 Euro pro Hektar an Dieselbeihilfe gestrichen wird. Professor Alfons Ballmann, vielen Dank für diese Information. Schon morgen sollen die Proteste weitergehen, die ganze Woche noch. Auf den verstopften Straßen kann dann jeder zeigen, wie solidarisch er oder sie zur hiesigen Landwirtschaft steht. Und im Supermarkt, wenn es darum geht, vielleicht nicht immer nur das billigste Produkt zu kaufen, auch. Damit verabschieden wir uns. Gleich im Anschluss senden wir zum Tode von Franz Beckenbauer die Dokumentation Triumphe, Affären und Skandale. Auf Wiedersehen.